Hallo liebe Hungrige! Wenn man Junkfood essen will, sollte man es richtig tun. Also selbstgemacht aus den besten Zutaten, die man finden kann. Die Zubereitung darf gern etwas dauern. Und auch wenn das zu 100% meine Meinung ist, dieses Zitat stammt nicht von mir, sondern aus dem tollen, liebevoll geschriebenen Kochbuch Junkfood aber richtig. Ein Exemplar hat mir freundlicherweise der Edelbooks Verlag überlassen und ich blättere mit wachsender Begeisterung darin. Von Beef Tacos über Donuts und Hotdog-Brötchen bis hin zu Marshmallows oder Pizzateig findet ihr dort eine breite Auswahl an Rezepten, die gemeinhin als Junkfood eingestuft werden. Ich selbst mag ja Coleslaw sehr, esse diesen Weißkohlsalat bestimmt dreimal pro Woche, manchmal als Beilage und manchmal auch nur so. Und auch zu diesem Salat gibt es natürlich verschiedene Varianten und ich habe mich eben, auch weil sie voll meinen Geschmack trifft, für die Variante aus dem Buch entschieden. Und ich zitiere nochmal kurz: Coleslaw, der Beilagensalat Nummer 1, zu Sandwich, gegrilltem oder Fleisch, Fisch und Hühnchen. Der Trick ist, nicht zu viel Mayo oder Sauerrahm zu verwenden und nicht zu viel zu mischen. Und um so verfahren zu können, brauchen wir Weißkohl, einen Apfel, am besten Granny Smith, eine Karotte, etwas Apfelessig, Dillsamen oder auch frischen Dill, Mayonnaise und am besten natürlich selbstgemachte. Wie das funktioniert, dazu gibt es ein Video, der Link ist hier eingeblendet und ihr findet ihn auch nochmal in der Infobox. Wir brauchen etwas Meerrettich, saure Sahne, süßen Senf, Pfeffer und Salz. Zuerst raspeln oder schneiden wir den Weißkohl fein. Ich nehme dafür meine Moulinette, doch das funktioniert auch mit Küchenreibe oder Messer. Anschließend verfahre ich ebenso mit der Karotte. Alternativ könntet ihr sie auch mit einem Kartoffelschäler in lange dünne Streifen schneiden. Und auch der Apfel wird zerkleinert. Nun geben wir in eine Schüssel den Essig, den Senf, den Dill und auch den Meerrettich und vermischen alles gründlich miteinander. Danach fügen wir die Mayonnaise hinzu, gebe auch die saure Sahne mit hinein und schmecken mit Pfeffer und Salz ab. Und ich, weil ich in diesem Salat einen leicht süßlichen Touch mag, gebe noch ein klein wenig vom Süßkraut hinzu. Ihr könnt natürlich auch eine Prise Zucker nehmen oder lasst es weg. Anschließend wird wieder alles gründlich miteinander verrührt. Und da hinein geben wir nun die bereits vorbereitete Mischung aus zerkleinertem Weißkohl, Karotte und Apfel. Und diese Mischung nun eher vorsichtig unterheben. Denkt an meine anfänglichen Worte, der Trick ist, nicht zu viel zu mischen, weil der Salat nämlich sonst eher zu einem Matsch wird. Und das wollen wir ja nicht. Vor dem Verzehr den Salat erstmal für eine Weile kühl stellen und ziehen lassen. Und dann kann angerichtet werden. Ich, wie gesagt, esse ihn auch sehr gern ohne irgendetwas anderes dazu. Aber er passt natürlich auch wunderbar zu Würstchen, Ei, Grillfleisch oder Cheeseburger. Das dürft ihr natürlich selbst entscheiden. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann guten Appetit! Falls ihr jedoch etwas anderes zubereiten möchtet, vielleicht ein Philly Cheesesteak, zu dem der Weißkohlsalat natürlich auch wunderbar passt, oder ihr den Weißkohl ganz anders verarbeiten möchtet, zum Beispiel zu einer Schlankmacher-Weißkohl-Gemüsesuppe, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.